heute beim Apple iPad 3 Event am Freitag, den 16. März um 7:30 in der Früh. Die Vorbereitungen laufen hier im Apple Store, dauert nicht mehr lange. Die Leute stehen wie immer mal Schlange und hier habe ich Rainer Lennert vom MacTreff München. Hallo Rainer, warum bist du denn eigentlich heute da? Sicherlich wegen dem iPad, oder? Ja, nachdem ich Frühaufsteher bin und ich mich natürlich für die Apple-Produkte interessiere, habe ich mir gedacht, ja, da packst einfach mal meine 7 Sachen und fährst mal hierher und schaust, was hier so los ist. Und was ist hier los? Die Hölle ist hier los. Also ich bin jetzt seit 5:30 da und die Schlange wird immer länger. Legst du dir selber ein iPad zu oder bist du eigentlich nur hier, um dir das anzusehen, dieses Event? Also hauptsächlich bin ich da, um mir den sogenannten Event hier anzuschauen. Besorgen werde ich mir ein iPad später, weil ich noch nicht so ganz zufrieden bin damit. Rainer, sag mal, für den nächsten MacTreff im April, meinst du, dass da der eine oder andere schon sein neues iPad dabei haben wird? Ich denke schon, nachdem es ja genügend Verrückte gibt, die sich sofort eins besorgen und wir ein sehr innovativer Club sind, denke ich schon, dass der ein oder andere bestimmt ein neues iPad dabei haben wird. Welches Modell ist denn für dich der große Favorit? Also wenn, dann würde ich mir auf alle Fälle ein 32 GB Pad besorgen und in Schwarz, weil ich sehr viel Präsentationen mache und Schwarz natürlich da die bessere Farbe ist dafür. Mit UMTS oder ohne? Mit allem drum und dran, was es so alles gibt. Also wirklich die High-End-Version. Obwohl natürlich auch LTE bei uns in Deutschland nicht funktionieren wird. Ja, das habe ich gehört, deswegen möchte ich auch noch etwas warten, aber sobald das LTE in Deutschland verfügbar ist die Version, bin ich auf alle Fälle drauf und dran, mir eins zu besorgen. Vom MacTreff München geht mir heute Klaus König ab, der ja sonst eigentlich auch immer da ist. Was ist los mit ihm? Ich habe keine Ahnung, ich habe auf ihn auch schon gewartet, aber naja, vielleicht beim nächsten Mal. Hallo Klaus, schade, dass du nicht da bist. Du versäumst hier einiges. Und glaub mir, das iPad 3 wird wahrscheinlich dein iPad 2 schlagen. Hallo Christian vom MacTreff München, ein bekanntes Gesicht. Wir haben dich auch schon beim iPad 2 Event hier in München gesehen. Diesmal wieder dabei. Wie lange wartest du denn schon heute? Nachdem ich gestern Nachmittag kontrolliert habe, wie lang die Schlange ist, erst seit halb fünf heute Morgen. Okay, und wie war die Nacht? Kalt. Und wie war hier die Stimmung? Unterhaltsam, man kann sich immer gut austauschen. Hat es auch von Seiten Apples irgendwelche, ja, Kaffee gegeben, Tee gegeben? Kaffee immer gut versorgt, ja. Wurde hier im Apple Store rund um die Uhr gearbeitet? Soweit ich das beurteilen konnte, ja. Sie waren sehr fleißig. Die heiße Ware ist ja mittlerweile angekommen, haben wir gesehen. Welches Modell gibt es denn für dich heute? Das 64 GB in Schwarz mit UMTS. Was war denn für dich jetzt die Hauptmotivation vom iPad 2 auf das neue umzusteigen? Das höhere Display. Also einfach die Auflösung vom neuen Display. Okay, ich habe schon einige Leute gefragt, immer die gleiche Antwort, das höhere Display. Anscheinend wird das der Renner schlechthin werden für das neue iPad. Denke ich schon, ja. Die hohe Auflösung ist einfach ungeschlagen und das wird eine Weile so bleiben. Rainer, sag mal, wenn du dein neues iPad dabei hast, sehen wir es im April beim MacTreff München? Ja, bin ich wahrscheinlich schon wieder dabei. Okay, da kannst du mal Klaus zeigen, was das neue besser kann wie das iPad 2. Wahrscheinlich nicht so viel. Es schaut nur besser aus. Okay, vielen Dank. Hier im Apple Store in München ist Christoph Wallner, der erste iPad-Besitzer. Hallo Christoph, was ist das für ein Gefühl? Ja, war natürlich spannend, hier vor dem Apple Store zu warten und dann auch als Erster hier reinzugehen. Wie man hier empfangen wird, ist ein ganz schönes Gefühl, ja.
Sag mal, seit wann bist du denn schon vor den Toren gestanden? Das waren insgesamt ungefähr 24 Stunden, nicht ganz. Ja, trotzdem eine lange Zeit. Und würdest du es noch einmal machen? Ja, auf alle Fälle. Es war auch das Anstehen spannend. Die Leute haben gefragt, was wir gemacht haben, auch ganz nett reagiert. Ein paar haben dann mitgewartet, einige Stunden. Ja. Extra wegen dem Event hier nach München angereist? Genau, ja. Ich blogge hier für meinen Blog, taptech.de, habe ich so ein Live-Blogging gemacht, damit die Leute halt immer schauen können, was gerade so hier vor dem Store geschieht. Zusammen mit Balasch, Gal? Genau, der war auch bei mir in der Schlange. Okay, was für ein Modell hast du dir denn zugelegt? Ja, 264 GB Varianten LTE. Okay, ist das dein erstes iPad? Nee. Durch das, dass ich mit meinem Blog eben über Tablets schreibe, habe ich natürlich auch das iPad 2 getestet. Schauen wir mal, wie das iPad, das neue iPad, also die dritte Generation wird, heißt ja nicht iPad 3. Gibt natürlich viel Positives zu erfahren mit dem Display, da hat man ja schon viele Informationen. Aber es hat halt auch alles seine Nachteile. Wie war denn hier die Betreuung von Apple? Kannst du mal ein bisschen erzählen? Haben die hier rund um die Uhr gearbeitet? Wie muss man sich das vorstellen, die ganze Nacht hier zu sein? Ja, das war immer spannend, denke ich, was die so heringearbeitet haben. Die haben nämlich die ganze Nacht gearbeitet und die waren dann auch so nett und haben uns zwischendrin immer mal einen Kaffee gebracht zum Aufwärmen. Was war für dich das Spannendste an diesem Event? Ja, der Einlass, wie ich hier reingekommen bin. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit deinem neuen iPad. Und Christoph, sag mal, wo kann man dich denn im Netz finden? Unter was für eine Adresse? Ganz genau, einfach hier taptech.de, einfach googeln oder hier einfach taptech.de eingeben. Da findet ihr dann auch meinen Test vom iPad und in Zukunft natürlich auch Vergleichsvideos von den anderen Herstellern mit dem iPad. Da hast du sicherlich heute einiges zu erzählen als erster iPad 3-Besitzer. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Danke.